schon wieder Montag, oder? Boah, das Wochenende ging echt schnell vorbei, wow. Aber hey, ich habe mir gedacht, ich tue heute mal was Gutes für euch und deswegen sage ich herzlich willkommen hier im 9. Türchen. Und auch wenn Montag ist, lassen wir uns von dieser Woche nicht schrecken. Ist ja nicht mehr lange bis zum Weihnachtsurlaub, na, für die meisten zumindest. Natürlich ist so ein Montag ein echter Stimmungskiller und deswegen habe ich heute für euch in Zusammenarbeit mit meinen Partnern von Schreiber und Leser das Killer-Bundle für euch und das hat's richtig in sich. Und nun, wo auf magische Weise plötzlich die ganzen Bücher hier in meiner Hand gelandet sind, kann ich euch ja auch zeigen, was genau ich mit dem Killer-Bundle meine und was genau mein allerbester Buddy Pippo von Schreiber und Leser für euch heute ins Türchen gepackt hat. Und das hat es wirklich ganz schön in sich, denn Schreiber und Leser ist vor allem auf franco-belgische Sachen spezialisiert und vor allem auf viele sehr coole Krimi-Sachen und auch Western in letzter Zeit. Die haben einiges ziemlich Geiles, deswegen schaut unbedingt mal rein. Link ist hier unten in der Videobeschreibung. Also, ich habe für euch einmal den ersten Band von Mord für Mord, Monster. Ich will euch dazu gar nicht so viel mehr verraten, denn die ersten drei Titel sind welche, die ich jetzt selber noch nicht gelesen habe. Das gedenke ich aber nachzuholen. Deswegen will ich euch da quasi nicht spoilern, nennen wir das einfach jetzt. Wir haben außerdem einmal Mr. George, Band 1, Serbi. Mhm, vielversprechend. Milan K. ums nackte Überleben. Und hier finde ich, das sieht echt richtig interessant aus. Hier sind auch die Zeichnungen ziemlich cool. Das macht mich sehr, sehr neugierig. Und dann kommen wir noch zu zwei Bänden, zu denen ich euch etwas sagen kann. Jetzt überschlägt sich gerade mein Redetempo ein bisschen, aber das ist ja auch Montag, nicht wahr? Warten verloren. Ja, ich dachte, so komme ich wieder rein. Naja, jedenfalls haben wir hier Wonderball Band 1 und der nennt sich Shooter. Und Wonderball habe ich gelesen. Und Wonderball ist ein, ja, ziemlich krasser so Verschwörungsregierungskrimi. Mag man, wenn man auf so Sachen wie so das Kennedy-Attentaten so Bock hat. Das ist ziemlich geil. Und Wonderball ist ein Cop, der frisst immer diese amerikanischen Varianten vom Überraschungsei, die Wonderballs. Deswegen kann ich euch empfehlen, habe ich selber auch hier in der Sammlung stehen. Ist sehr, sehr cool. Und dann, großes Glück für uns alle, darf ich euch ebenfalls als Gewinn noch einen, ja, meiner absoluten Überraschungs-Lieblingscomic des gesamten Jahres 2000, ich habe den Plural vergessen, ne? Meiner Lieblingscomics des gesamten Jahres 2019 überhaupt präsentieren, und zwar Shooting Ramirez. Shooting Ramirez ist absolut genial. Ich habe mir den Arsch abgelacht. Der Band liest sich wie, ich weiß nicht, eine Mischung aus Desperados und jede Menge Quentin Tarantino und ein bisschen irgendwie Smokin' Aces ist dabei. Und also ihr müsst wirklich selber reinschauen. Es ist eine ganz eigenwillige Sache. Es ist auch ein ganz eigenwilliger Zeichenstil. Sehr, sehr geiler Zeichenstil. Spickt vor liebevollen Details. Also da drin sind QR-Codes, wenn du die scannst. Das sind so Werbungen für so, der Typ ist ein Staubsauger-Reparateur oder einer der Hauptakteure. Das da drin ist manchmal so eine Art Staubsauger-Werbung, bis ins kleinste Detail. Und wenn du dann im Link folgst, kommst du auf YouTube und kannst dir dann da wirklich auch ein Video dazu anschauen. Also es geht die ganze Zeit sehr heiß her, hat mich absolut unerwartet getroffen. Ich freue mich mega auf den Nachfolgeband. Und ja, so ist das. Pass auf, jetzt mache ich nochmal einen Zaubertrick. Pass auf. Tada! Erneut wie durch Zauberei habe ich auf einmal diese fünf Bände in der Hand. Und warum zeige ich die nochmal so exemplarisch? Weil ein Gewinner von euch alle fünf Bände gewinnen kann. Das Killer-Bundle. Das funktioniert wie immer. Ich blende irgendwo hier in diesem Video ein Lösungswort ein. Oder vielleicht habe ich es auch schon eingeblendet. Oder vielleicht kommt es noch. Man weiß es nicht genau. Und wenn ihr dieses Lösungswort dann gefunden habt, dann schreibt ihr eine E-Mail an feedback@der-comicladen.de. In dem Betreff schreibt ihr bitte Killer-Bundle und dann nennt ihr mir in der E-Mail natürlich noch das entsprechende Lösungswort. Ich freue mich aber, wenn ihr einschaltet, wenn ihr einen Daumen nach oben geht, wenn ihr fleißig mitmacht und das Video hier liked, shared und teilt und kommentiert. Und ja, schaut, solange wie ich gequatscht habe, ist doch der Montag schon halb rum. Läuft. Wir sehen uns morgen. Ciao.